So. So hier hin. Ah, interessant, okay. Oh, ein Abfallzerkleinerer, kann das sein? Also unten ist irgendwas. Ich will nur mal gucken. Na klar, bleib oben. Warum liegt da eigentlich eine Leiche rum? Na, kommt ihr? Wo ist der VK? Komm. Machen wir hier mal wieder zu. Das stinkt ja ekelhaft. Wo geht's hier hin? Ich glaube, wir haben einen Service-Tunnel oder sowas gefunden. Oh, nice. Das könnte hilfreich sein. Ihr bleibt mal hier. Ach, ich glaube, weiter hier rum geht's nicht. Worüber beschweren die sich hier? Ist die Halikon-Zentrale hier anscheinend? Das ist ein Terminal. Der Private Tail. Ich habe das Gefühl, das hier. Hoch Plasma versenkt Opfer dadurch. Je übrigens riechen er, desto besser. Okay. Da sind mehrere. Ihr übernehmt den da. Oh, das haben sie aber schnell gemacht. Ingenieurin. Ist der Einschlaghammer besser als sein Ding? Ich glaube schon, ne? Ja. Was war das gerade? War es eine Waffe? Nee. Nee. Okay. Ich lasse den Typen da gleich raus. Quietly now. Ah, wartet noch kurz hier. Alright, I'm on the move. Wo führt uns das Röhrensystem hier hin? Aha. Okay. Coming back. Im Kreis. So, wo hat wer geklopft?
Okay, wir lassen. Wir lassen ihn mal raus. Good, we're in. Thank you, stranger. Shit, ain't that a relief? Bäh. Junge, was machst du hier? You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Ugh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. Na dann, viel Glück noch. Ich laufe schon wieder irgendwo rum, wo ich nicht rumlaufen sollte, glaube ich. Eine Schlüsselkarte könnte hilfreich sein. Wir gehen mal einfach zum Ziel. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind space that passage to Monarch is restricted for your project. Das ist der Koch. Die Küche. Mehrere Kochs. Mit richtigem Essen hier, das ist sehr schön. Keine Kannibalen oder sowas? Irgendwelche named Leute, außer die Barkeeperin? The Lost Hope ist die heiße Kneipe. Okay. Ach, hier, da waren wir gerade drin. Medical Bay. I know she's in there, M'Furu. You can't get me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Ich könnte die mal. Ja, ich könnte die mal putzen. Krankenhauspfleger. Krankenhausmadet. Okay, die haben hier eine Quarantänestation. Gibt es also auch eine solche? Vielleicht stoßen wir da noch drauf. Indeed, Borthworth.
Terminal letzter Benutzer. Aha, aha. Der Hut. Du hast deine Wahl getroffen, als du den Verlag von Space Destroys unterschrieben hast. Ich sag nochmal, der Hut passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Wie viele Leute haben das Ding schon vor mir getragen? Ist das jetzt mein Leben? Denn wenn das so ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann bin ich eben euer Mondmann. Aber am Ende wird nichts mehr von mir übrig sein. Okay. Die Hitze. Ich weiß, das Schlimme ist, mein Büro ist von den Kühlkörpern am nächsten. Ihr könnt euch also vorstellen, warum ich jeden Tag dreimal duschen will. Okay. Scheinen nicht die besten Arbeitsbedingungen hier zu sein. Auftragnehmer gesucht. Sunlight Salvage. Bratwurst vor. Boah. Naja. Wer weiß, vielleicht ist es ganz lecker. Oh. So, da ist die. Willst du hier hin? Oh. Was ist denn mit der passiert? Warnung. Bitte folge allen empfohlenen Sicherheitsprotokollen, bevor du deine Einheit reinigst oder wartest. ACSR F900 ist mit Anti-Manipulations-Subsystem ausgestattet, die einen Selbstverteidigungsmechanismus in dem Essenszubereitungsmodul auslösen können. Manipulationsschutz übersteigt dabei alle Pazifismus-Direktiven. Bitte denke auch daran, alle Schneidwürfel, Häcksel, Filetier, Hack- und Zerlegungs- und Weichklopfinstrumente zu entfernen, bevor du Serviceklappen öffnest. Ist extrem wichtig, dass das der Rest des Handbuchs ist aufgrund von Blutflecken unleserlich. Okay. Hier hat jemand seinen Thermomix falsch benutzt. Greasy. Das ist wohl der Thermomix. Artie greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. This unit would clarify. There is a dead mechanic in the kitchen. User error in the maintenance of this unit's cutlery engaged several systems at once. The slicer, the grinder, the tenderizer. This unit is not designated for cleaning duties and cannot be compelled to accept another unit's responsibilities. This unit behaves precisely as it was engineered. Neither this unit nor its corporate proprietor claim any responsibility for the mess. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes.
dachte schon, er spritzt mir jetzt das Essen ins Gesicht, weil er gesagt hat, die Essensluke soll freigegeben sein. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Okay, der Professor wird hier gesucht. Alicorn ist da. Komme ich denn zu ihr? Jetzt irgendwo rein? Amory, hey. You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons. For those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Na dann, zeig mal. Rüstungen 19. Ah, Standard-Soldaten-Körperpanzer. Taktischer Körperpanzer. Ah, ich wusste, dass wir noch ein bisschen warten sollten mit unserer Aufrüstung. Naja, wir haben notfalls noch eine Verbesserung. Ich kauf mal. Für mich. Dann vererbe ich wieder nach unten durch weiter. Den Soldatenhelm würde ich aber nicht nehmen, weil unser Helm ist besser. Was hat er für Waffen? Okay, die sind es nicht so. Diplomatenrüstung. Verstärkt. Nachtigallschritt. Aha. Das wäre interessant. Kostet aber ganz schön was. Ach, vielleicht finden wir sowas auch. Ups. Oh, wo haben wir die denn? Ach ja, genau. Er bekommt mal die Schrotflintes. Dann Rüstung. Ach nee, oh, unsere ist sogar besser. Ja, macht nichts, dann kommt eben der Vicari-Rüstung. Och, steht ihm doch. Ja, sieht ganz gut aus. Komme ich denn jetzt? Werde ich den Fahrstuhl da nutzen? Wenn das ein Fahrstuhl ist. Ja, ist ein Fahrstuhl. Kommt mal alle rein. Hintere Buchten. Captain McReed. Och ja, aber wir sind hier falsch. Ach Mensch, hier ist eine Tür. Ah. This is House XF411s and an old Yakita 37? You think they'd let me peek at the power plant? Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of aliens? I thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. Talk to your local manager. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn though. Brands and products. Military service does not. Easy
brauche das. Julies Schlüsselkarte. Na, ja, mal schauen. Reden wir erstmal mit ihr. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Eva Adler, cooles Schiff hast du da, Chief? No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Marditz, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Ich werde versuchen, keine Schlägerei anzuzetteln, aber ich kann nichts versprechen, dass es nicht trotzdem dazu kommt. Salutieren natürlich nicht, Chief. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Frieden nicht zu gefährden. Passt. Ain't that always the way? So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. Bin nur auf der Durchreise. Wenn ich mein Schiff wieder habe, geht's nach Monarch. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Du hast nicht sonderlich viel Vertrauen zum Vorstand. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power. And they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. Okay, das klingt gut. You've got my attention. Parvati, du wolltest doch mit dir reden. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking. I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Parvati anstupsen. Vorzufahren, nichts sagen. Ich halte mich da mal raus. Ich krieg das schon hin. Since you run a whole space station, I was wondering if, well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe. I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Oh, die ist ja richtig lieb. Du darfst sie ruhig reinnehmen, wenn ihr eure Aufzeichnung persönlich vergleichen wollt, Parvati. Ja, logisch. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said. Sorry. I like it. Honest. Sorry. Das ist dann gut gemacht, Parvati. Danke, Julie. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Nö, eigentlich nicht. Wir waren soweit fertig, glaube ich. Wobei es mich... Ich würde schon interessieren, warum es da so warm ist. Not a problem, Captain. Ask away.
Ein bisschen warm hier, nicht wahr? Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. Der Vorstand will doch sicher nicht, dass die Groundbreaker verglüht. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Das klingt aber nicht so gut. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Ah, die hinteren Buchten. Sorry, I forget not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Ich beschaff dir die Teile aus den hinteren Buchten. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Na klar, das machen wir. Wir wollen ja nicht, dass hier alles verglüht. Das wäre schrecklich. Hab ich den Terminal benutzt? Tägliche Checkliste, ja. Persönliche Dateien. Hintere Buchten. Mehr Beschwerden oder den Zulassung. Rechtfertigung, ja, nicht meine Aufgabe. Statusformulare, okay. Nachrichten. Bedford, das ist der Chef hier. Oder der Vorstandstypi. Die Implikation deiner Anschuldigungen rauben mir die Luft zum Atmen. Ich bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Ein Vermittler des Vorstands ist schließlich dafür da, zwischen wichtigen Parteien wie dir und dem Vorstand zu vermitteln. Wenn du dich dazu entschließt, wieder an meinen Verhandlungstisch zurückzukehren, solltest du noch einmal über deine Expansionsentwürfe der Botschaft nachdenken, die ich bereits präsentiert habe. Zeichen des Entgegenkommens werden stets gewürdigt. Mhm. Quertreiber. Der Vorstand hat meinen Antrag auf neue Kühlkörperteile abgelehnt, mal wieder. Selbst nachdem ich ihnen die Sache mit den gezielten Spendengeldern schmackhaft gemacht hatte. Was aber komisch war, ist folgendes. Als ich meine Administratorprivilegien genutzt habe, um den ausgehenden Funkverkehr zu überwachen, ist mir dein Büro ins Auge gefallen. Du hast deine Worte mit Bedacht gewählt, aber da war ein interessanter Satz im Transkript. Lass den Frosch noch ein bisschen länger köcheln. Und jetzt stehe ich ohne Kühlkörperteile da. Du spielst mit unserem Leben, haben sie dich auf mein Schiff geschickt, nur um mich zu Weißglut zu bringen? Oder machst du es aus Spaß? Okay, sie hat ihn überwacht. Okay, da scheine ich nicht rein zu dürfen. Ich will jetzt nicht einbrechen. Wir wollen ja ihr helfen. So. Die Unreliable. Achso, das ist jetzt ein neuer... Kehr zu Unreliable. Und frage, verwarte ihn auch schon wie... Das können wir dann beim nächsten, also können wir nächstes Mal machen. Also ne, wenn wir wieder auf der Unreliable sind. Sanitätsmaschine, den Säurereiniger, der wird nicht... Ne, der ist ja nicht hier, der ist ja in Roseway, wo immer das ist. Der leere Mann, das können wir jetzt anfangen. Kritische Lösung, das sind Nebenaufträge hier. Achso, die Krankenstation. Ah, da sind wir vorhin vorbeigelaufen. Da können wir mal hinschauen. Die wollten ja Roboter haben.
You seem down. Borg Patrol nicked a friend of mine. Accused her of piracy. Shit. She actually do it? No. One of the cleanest folk I know. She found a holdup ship and was pulling illegal salvage. One of the big cruisers rolled up on her and claimed she'd done the holding her own self. What the hell are they gonna do with it? They already done it. She was sent to the labyrinth on Tartarus. Disruption of intra-colony commerce. Oh, sick. That's a prison for hard cases. Violent repeaters. Nobody gets out. I know, man. Don't I know? Mhm, hier gibt's so einen Gefängnisplaneten anscheinend. CNP Borsten Baked Beans. When you need to eat and run, Borsten Baked Beans is the only one. So, hier ist Medic, oder? Ja. Mit denen reden wir mal noch. Dann würde ich mal langsam Pause einlegen. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? Ah, sowas in der Art. If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Ich soll dafür Villa ausrichten, dass du ihm wegen der Lieferung nicht mehr auf die Eier gehen sollst. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Ich könnte ja nach ihm suchen. Wer ist Irion? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Wofür brauchst du denn die Robotereinheiten? Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Okay, woran liegt das denn? The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong. But we've only two heads between us, and we don't know everything. Okay, dann könnte ich ja nach ihm suchen. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out though. A place is probably crawling with outlaws. Oh nice, auf, nach Scylla wollten wir ja sowieso. Da, super, können wir gleich mit vorbeischauen. Was sind eigentlich die Fähigkeiten hier? Warte mal, das wird hier nicht angezeigt, ne? Doch, hier. Vorteile, gewieft, Fähigkeit. Trickschuss, Schwächung. Senkt alle Fähigkeiten des Ziels. Das Ziel erleidet erhöhten Schaden durch Plasmaschock, Korrosion und Endstrahlen. Zu Boden werfen. Das Ziel wird zu Boden geworfen und kann kurzzeitig nicht handeln. Liegt das jetzt an den Waffen? Zu Boden werfen? Zu Boden werfen, nee. Das ist seine Fähigkeit. Also Trickschuss ist anscheinend seine Fähigkeit. Bawati hat Überladung. Bawati lässt den Hammer niedersausen und erzeugt dabei eine Welle, die Gegner schockt und Robotereinheiten betäubt. Okay. Wir sollten das mal ausprobieren mit diesen Fähigkeiten. Habe ich bisher noch nicht hingekriegt. So, Captain Irion. Das ist... Da müssen wir auch zurück aufs Schiff. Das heißt, die nächste... Waffe aus der endlosen Leere. Das hier wäre doch interessant. So, wo sind die Waffe? In der Richtung. Space's Choice Händler. Oh nein, er muss diesen Mond tragen. Oh, wie ätzend ist das denn? Sorry about the heat.
Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice, it's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Ich muss dir eine Frage zu diesem Hut stellen. Nein, komm, wir lassen ihn. Wir lassen ihn mal in Ruhe. Mit seinem Hut. 10% Aufschlag, weil sie uns nicht mehr mögen. Okay, wir können gerade nichts verkaufen. Ja, dann. Ja, hallo. Oh, ja, der Dino. So. Dino, danke schön. Mein Raum wurde gerade gestürmt. Ja, Waffen haben sie keine besonderen, die kennen wir alle schon. Dann würde ich sagen, man kann den auch kaufen, den Helm von ihm. Schön. Nein, machen wir nicht. Dann lege ich jetzt eine Pause ein und nächstes Mal holen wir uns die Waffe da hinten. Wäre gleich um die Ecke, aber das sehen wir uns auf. Bis nächstes Mal. Bis dann, danke fürs Reinschauen. Ciao.